Unter Fehlstellungen im Kniegelenk verstehen wir gewöhnlicherweise X- oder O-Beine. Diese sind angeboren und führen über die Zeit in vielen Fällen zuerst einer Schädigung des Meniskus, später des Knorpels und sind damit auch eine der Hauptauslöser für Arthrosen. Wie muss man sich das vorstellen? Ich simuliere hier an diesem rechten Kniegelenk mal ein O-Bein. Sie sehen, der innere Gelenkspalt, also die Innenseite des rechten Knies, ist dauerhaft überlastet, während die Außenseite extrem entlastet ist. Somit ist es einleuchtend, dass mit der Zeit auf der Innenseite nicht nur der Meniskus, sondern dann auch irgendwann der Knorpel abgenutzt werden. In vielen Fällen werden dann frühzeitig Meniskus-Teilentfernungen arthroskopisch durchgeführt, die die Sache nicht unbedingt auf Sicht gesehen verbessern. Warum? Wenn mir Teile des Stoßdämpfers entfernt werden und ich eine O-Beinachse habe, dann schreitet die Degeneration nur noch schneller fort. Wir am Otto Health Institute in München sind darauf bedacht, die Ursachen zu identifizieren und dann auch zu behandeln. Das heißt, ist ein O-Bein für einen Schmerz auf der Innenseite, einen Meniskusschaden oder einen Knorpelschaden verantwortlich und ist dieser so gravierend, dass wir wissen, dass wir mit orthobiologischen Maßnahmen immer wieder nur den Tropfen auf den heißen Stein geben, dann besprechen wir mit Ihnen eine Korrekturosteotomie. Das bedeutet, dass wir mit minimalinvasivster Technik und ausgefeilten Techniken das Bein gerade stellen, somit die Innenseite bei einem O-Bein wieder entlasten, die Außenseite nicht überlasten, ihnen auch in den meisten Fällen wieder ein normales Gangbild ermöglichen, denn oftmals führen solche Fehlstellungen auch zu Schmerzen im Bereich des Rückens. Die Innenseite kann sich erholen und dann können wir auch mit allen Möglichkeiten der Knorpel- und Meniskusregeneration auf biologischer Seite von PRP, AutoCard bis hin zu Stammzellen zu einem Wiederaufbau helfen und unterstützen. Die Nachbehandlung nach einer solchen Umstellungsosteotomie ist relativ simpel. Sie dürfen sofort frei bewegen und spätestens nach 4 Wochen auch wieder mit vollem Körpergewicht Ihr Bein benutzen. Zögern Sie nicht, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter, wenn Sie Fragen haben.